Hallo an ihr wunderbaren Autoenthusiasten da draußen und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Car Guys Paradise, Paradiese für Autoenthusiasten. Diesmal sind wir in dem Prototyp-Museum in Hamburg, einem sehr cool aussehenden Museum, mit einer Frage, denn in jeder Episode von Car Guys Paradise gehen wir mit einer Frage rein. Die Frage diesmal ist: Prototypen. Welche Arten von Prototypen gibt es eigentlich und warum kommen sie nie auf die Straße? Diese Frage und weitere beantworten wir in dieser Episode, also schauen wir uns mal die wunderbaren Exponate hier an. Gleich im Eingang haben wir ein ganz besonderes Fahrzeug stehen. Das hier ist ein Porsche Typ 64, ein auf einem alten VW aufgebautes Auto, das eine stromlinienförmige Karosserie von Ferdinand Porsche bekommen hat, um das Rennen Berlin-Rom fahren zu können, das am Schluss nie stattfand, weil der Zweite Weltkrieg ausbrach. Dieses Auto hier speziell ist eins von dreien, zwei gibt es heute noch. Hier sieht man mal, was stromlinienförmige Karosserien ausmachen können, denn dieses Fahrzeug hat nur 32 süße PS, aber hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Heute wird dieses skurrile Fahrzeug als Ur-Porsche bezeichnet und gilt auch als Vorläufer des berühmten Porsche 356. Wie ihr vielleicht wisst, kenne ich mich sehr mit Formel 1 Autos aus und glaubt mir, wenn ich sage, dass das hier ein ganz besonderes Formel 1 Auto ist. Das ist nämlich ein Jordan 191, genau gesagt der Jordan 191, den Michael Schumacher damals in Spa gefahren hat, sein Debüt in der Formel 1. Eins der wahrscheinlich schönsten Autos, das jemals in der Formel 1 gefahren ist, sowohl wegen der Form, als auch wegen der Lackierung, als auch wegen der Geschichte dahinter. Das Jordan-Team kam in diesem Jahr 1991 das erste Mal in die Formel 1 und es gibt eine sehr interessante und absurde Geschichte, wie Michael Schumacher überhaupt in dieses Cockpit kam. Denn der eigentliche Fahrer des Jordan-Teams war unter anderem Bertrand Gachot, den Namen habe ich sicherlich falsch ausgesprochen, der dieses Auto zuvor gefahren hat. Allerdings wurde dieser verhaftet und ins Gefängnis eingesperrt, weil er einen Taxifahrer mit einem illegalen Gas angegriffen hatte und ins Gesicht gesprüht hat. Deswegen hat Jordan einen Fahrer fürs Bar gebraucht und der Manager von Schumacher hat eine Menge Geld geboten, damit er in diesem Auto fahren darf. Und was Schumacher gemacht hat, war ikonisch. Er war deutlich schneller wie sein Teamkollege und erfahrene Formel-1-Fahrer und im Rennen nun, das hat vielleicht 400 Meter gedauert, dann ist die Kupplung kaputt gegangen. Aber er hat einen so großen Eindruck hinterlassen, dass das Benetton-Team ihn ab den nächsten Rennen im Vertrag hatte. Und nun, der Rest ist Geschichte. Ein ikonisches Formel-1-Auto zu sehen, ist was ganz Besonderes. Aber ein Formel-1-Auto zu sehen, das es nie gab, ist wahrscheinlich einzigartig. Das hier ist der 2010er Toyota TF110 Prototyp. Denn wie ihr vielleicht wisst, ist Toyota 2009 aus der Formel 1 ausgestiegen, aber sie haben für die 2010er Saison schon Prototypen entwickelt und das hier ist einer davon. Verglichen mit dem Jordan eine riesen Weiterentwicklung, die Autos hatten 2,4 Liter V8 Motoren, waren aerodynamisch sowas von aufwendig, also schon damals im Vergleich zu heute fast nichts, aber wenn man die Bartsports hier unten anschaut, kompliziert ohne Ende, die Frontflügel und auch die ganze Aufhängung und Heckflügel, die Systeme sind einfach so viel größer geworden.
Das hier ist im wahrsten Sinne ein Prototyp. Da das Auto zwar gedacht war für den Renneinsatz, aber nie zustande kam. Und warum? Wegen der Weltwirtschaftskrise damals. Honda ist schon ein Jahr zuvor ausgestiegen, wodurch ja die Brawn-Geschichte zustande kam. Und Toyota hat 2009 auch aufgehört. Also ist das hier im wahrsten Sinne ein Prototyp. Das hier ist wohl das perfekte Auto für das Prototypmuseum, denn es ist ein Prototyp eines Prototyps. Das hier ist ein Audi R8R, ein Le Mans Prototyp, der entwickelt wurde von Audi für die 1999er Saison. Das hier ist allerdings das Konzept davon von 1996, als es das erste Mal vorgestellt und entwickelt wurde. Der R8R hat sich dann weiterentwickelt zu dem R8C mit geschlossenem Cockpit, später dem normalen R8, welcher dann so viele Erfolge eingefahren hat. Audi hat mehrmals in Le Mans gewonnen. Der Begriff Prototyp als Konzept von diesem Auto beschreibt, dass es eine seriennahe oder in dem Fall rennnahe Version des späteren Autos ist, eine Planung eines zukünftigen Fahrzeugs. Es ist aber gleichzeitig ein Rennprototyp bedeutend. Es ist ein Auto mit geschlossenen Rädern, welches exklusiv für den Rennsport gebaut wird. Es gibt unter anderem Le Mans Prototypen, Daytona Prototypen, es gibt auch Rally Prototypen oder Rally Raid Prototypen, sowie ungefähr die Paris-Dakar Autos, wie auch da vorne einer steht. So, das war's mit diesem kleinen, großen Einblick in das Prototypmuseum hier in Hamburg. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Museum, denn es sind nicht nur ausgestellte Fahrzeuge, die sowieso frei stehen, an die man auch ganz nah hin kann, sondern es wird auch ganz viel außenrum um die Personen hinter den Autos erklärt. Es ist super viel Memorabilia zu sehen. Es werden die Geschichten von bedeutenden Leuten der Automobilgeschichte erzählt, so zum Beispiel Ferdinand Porsche oder so. Es ist auch eine Menge Interaktion da. Zum Beispiel gibt es da vorne einen Mini-Windkanal, wo man verschiedene alte Modelle testen kann. Es gibt einen Soundroom, wo man sich ein paar schöne Motorensounds anhören kann. Und es gibt auch einen Simulator zum Selberfahren. Und deswegen ist das ja so ein komplettes Package für ein Museum. Und deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier vorbeizukommen in das Prototypenmuseum. Ich habe mich sehr gefreut, in dieses Museum zu gehen. Ich hoffe, euch hat es auch gefreut. Wenn ja, dann driftet eure Hand über den permanenten Knopf, macht einen Burnout auf den Like-Button, fahrt bei meinem Instagram vorbei, wenn ich da irgendwann mal was poste. Und ich sehe euch bei der nächsten Episode von Car Guys Paradise. Ciao.